Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und diesmal ist dran Freedom Force, ein Game für den NES-Zapper, das war die Schießpistole für den NES und ich spiele das Ganze hier leider nur am Emulator, obwohl ich eigentlich die Schießpistole hätte, aber ich habe das Game nicht. Aber das macht nichts, ich glaube es spielt sich mit der Maus vielleicht sogar noch besser. Schauen wir mal, uiuiui, cooler Vorspann. Da schaut hier nach Action aus. Das Cover sieht auch gut aus. Cooler Typ mit hübscher Frau. Was soll da noch schief gehen? Freedom Force am NES. Ich bin gespannt. Ich hab Bock. Ah, kann man auch zu zweit spielen. Ich spiele es hier natürlich nur alleine. Ja, ja, ja. Eigentlich wollte ich ja schon aufhören mit deinen Aufnahmen für heute. Drei, haben wir gedacht, drei Games reichen. Aber nachdem wir jetzt ein NES-Zapperspiel gekommen ist, haben wir gedacht, das ziehe ich mir dann doch noch rein. Es ist zwar schon super spät heute. Es ist kurz vor Mitternacht, nehme ich das hier auf. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel Blödsinn. nein, Geisel, böser Typ, böser Typ, böser Typ. Muss ich nachladen irgendwie? Ah, jetzt hat er eine Geißel erschossen. Uiuiui. Schlecht. So, da. Ja, aber egal, wo ich den Gegner anklicke, die Abschussanimation ist immer die gleiche. Ja. Ja, die Grafik ist sonst ganz okay. Ich kann jetzt auch nur schwer. Game over bin ich schon. Aha, warum ist jetzt eine hübsche Frau eingeblendet, die wenig bekleidet ist? Niemand weiß es, niemand beschwert sich drüber. Aber ich wundere mich. Wundern darf man sich schon, oder? Wundern darf man sich. Okay, ich mach's nochmal. Scheint immer das gleiche zu sein am Anfang. Und gleich mal getroffen. Ist ein bisschen auswendig lernen. Den darf ich nicht abschießen. Und tschüss. Tschüss. So, da einfach schon auf die Türen achten. Ja, mit der Maus bin ich natürlich nicht ganz so schnell, wie ich gerne sein würde. Ich bin schon wieder Game Over 2. Schon wieder die halbnackte Frau. Das ist halbnackt. Wahrscheinlich ist sie nackt. Man sieht halt nur den Oberkörper. Was soll das? Kann ich jetzt irgendeinen anderen aussuchen? Nein, ich kann nie keinen anderen aussuchen. So, da komm raus hier. Versuch mich eh zu beeilen. Es ist echt hart, der Maus so schnell zu sein. Komm. Jetzt habe ich den nicht erwischt. War mir eigentlich sicher, dass ich schnell genug bin. Ah, der ist. Komm raus da. Tada. Ja, es ist schon dunkel, ich bin tot. Es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwer. Ich kann mir vorstellen, dass es mit der Pistole leichter ist, ein bisschen als mit der Maus zu zielen. Aber, naja. Abwechslung ist jetzt nicht so groß geschrieben. Wenn wir den Vorspann noch anschauen ein bisschen. Der ist schön gepixelt, gefällt mir. Ah, was ist das für ein cooles Boot? Alles zerreißt. Cooler Typ geht da. Und was macht er jetzt? Oh. Hilfe! So. Was macht er da? Und er schaut cool. Aha. Und da sieht das Startgame. Also wenn das nicht eine Arcade-Umsetzung ist, das schaut so hart nach Arcade aus irgendwie.
Okay. Ich ziehe schneller als mein Schatten jetzt. Einfach. Einfach schneller als der Schatten ziehen. Einfach mehr klicken vielleicht auch. Einmal geklickt, vielleicht gleich ein paar Mal. Sicherheitsschüsse immer. So, da. Nein! Ich hab keine Ammo mehr. Was mache ich denn ohne Ammo? Wie lade ich nach? Ich weiß es nicht. Ich klicke überall hin. Ammo! Komm schon! Ja, ohne Ammo? Okay, mir geht die Munition aus da. Aber wo kriege ich Munition her? Okay, einmal geht's noch. Doch nicht so oft. Na, schnell genug. Das ist ja unmöglich. Wie lang ist dieses Flugzeug eigentlich? Was ist jetzt, wenn ich da auf zwei Spieler gehe, was macht er dann? Was passiert jetzt? Und gleich mal eine Geisel. Und tschüss. Tschüss. Woher krieg ich Munition? Ah je, schlecht. Geiseln soll man nicht erschießen. Lernt man doch schon in der Schule. Ah. Ich habe gleich keine Munition mehr wieder. Die fliegen da alle raus. Ah ja. Schon wieder weg. Game over. Ja. Ich werde es lassen. Es passiert nichts Neues mehr. Und ich weiß nicht, wie ich auflade mich Ammo. Ja, wie lade ich Ammo auf? Da, wenn ich da unten drauf gehe, kriege ich was dazu. Okay. Okay, dann probier es nochmal. Jetzt habe ich das ja verstanden hier. Da unten gibt es Extras zum Holen. Macht das Spiel natürlich nicht leichter. Also ich glaube nicht. Okay, ich versuche es noch einmal. Come on. Ja, 10 Minuten. Jedes Spiel ist schon begründet, weil oft kann man es erst noch verstehen nach 10 Minuten oder braucht einfach eine gewisse Zeit. Ich hab den doch getroffen. Es ist ja unmöglich. Es ist unmöglich. Es ist
Vielleicht ist es auch einfach mit der Maus zu schwer. Ah ja, das hätte ich gerne mal mit der Lightgun gespielt. Aber ich fürchte, ich habe gar keinen Fernseher mehr, wo ich mit Lightgun spielen könnte, selbst wenn ich das Spiel habe. Weil die neuen Fernseher unterstützen ja keine Lightgun mehr. Tja. Die können die Zeilen. Die Lightguns haben wir mit den Zeilen gelesen. Und ja, bei den neuen Fernsehern geht das jetzt nicht mehr so. Tja. Gute alte Technik. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Und mein Endscreen ist wieder mal defekt. Jetzt ist er da. Danke fürs Zuschauen. Danke für euren Daumen hoch, den ihr mir sicher schon hinterlassen habt. Dann freue ich mich auch noch über einen Kommentar. Was ist euer Lieblings-NES-Zapper-Spiel? Vielleicht ist es ja dieses. So viel Auswahl gibt es ja nicht. Und ansonsten hier drüben seht ihr, was ich schon alles gezockt habe. Und da unten könnt ihr abonnieren. Und das war's. Ciao, Leute.